wird die kommen. Hält zu. Es ist wieder die Acht. Die Acht. Die Ecke. So, unser erstes Spiel ist beendet. Grün-Weiß Schwerin C-Jugend 2 und da liegt der TSG Wismar mit 23 zu 24. Bei mir habe ich den Trainer der Gäste, Herr Harder. Herr Harder, gekippt ist das Spiel nach der Auszeit, rechtzeitig genommen, kurz vor Ende der zweiten Halbzeit. War das letztendlich das Ausschlaggebende in diesem Spiel? So wie es aussah, ja. Wir haben da nochmal unsere Mädels motiviert und vor allen Dingen auf ihre Stärken hingewiesen, die sie ja ohne Zweifel haben. Und nochmal gezeigt und gesagt vor allen Dingen, welche Lücken in der Schweriner Abwehr sind und die sollen sie ausnutzen. Ja, wir hatten ein bisschen Bedenken, wie wir gesehen haben, TSG Wismar, Grün-Weiß-Schwerin zweite Mannschaft, wo man bei der zweiten denkt, dass sie an sich schwächer ist wie die erste. Wie geht der Nachwuchs voran in Wismar? In Wismar geht er gut voran. Bei uns ist leider das kleine Problem, dass wir im 97er-Bereich einen kleinen Kader haben. Und deswegen sind wir da nicht so gut bestückt.
Die meisten 96er, die auch noch in der C spielen könnten, sind schon in der B. Also ein geburtsschwacher Jahrgang, den man da überbrückt. Da haben wir in Schwerin ein bisschen Glück gehabt. Wir haben hier zwei Mannschaften. Und wo geht's hin denn mit dieser kleinen Mannschaft der C-Jugend der TSG Wismar? Also im ersten Jahr versuchen wir immer natürlich, uns aufzubauen und zu lernen. Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen. Vor allen Dingen aber das zweite Jahr ist uns wichtig. Jetzt wollen wir lernen von denen, die schon ein Jahr in der C-Oberliga sind. Letztes Jahr haben wir noch eine Kreisunion gespielt. Und das nehmen wir als Lehrjahr und hoffen aber ein paar Spiele, so wie heute, knapp, spannend und über den Kampf zu gewinnen. Also kann man davon ausgehen, es gibt zwar keine S, aber es ist vom Prinzip her die C2 der TSG Wismar. Wenn man das so möchte, ja, aber wir fühlen uns trotzdem als Erste. Ja, das war ein erfolgreicher erster Saisonstand. Herzlichen Glückwunsch dafür und viel Glück für die weitere Saison. Und man sieht sich ja wieder mit Grünberg-Schwerin dann in Wismar. Dankeschön.